Hallo Stefan, hallo John. Ich würde gerne ein nächstes Video beginnen. Macht weiter so und bleibt wie ihr seid. Und schöne Grüße an Luis, Jasper, Elias und Sally. Hallo Stefan und John, ich möchte gerne euren nächsten Vlog beginnen. Ich grüße Mika, Lennart, Basti und Levin. Viel Spaß beim Vlog. Hallo Stefan und John, ich möchte gerne euren neuen Vlog begrüßen. Hier, wir gucken auch gerade ein älteres Video von euch, weil wir kein neueres Video mehr erwarten können. Ciao, viel Spaß mit dem Vlog. Hallo Stefan und John, wir würden gerne euer neues Video beginnen. Genau, wir haben einen riesen Spaß an euren Videos und wir gucken mich sehr gerne. Viel Spaß beim Vlog. Genau. Lieber Stefan und John, ich würde mich freuen, euer nächstes Video zu beginnen. Ich grüße auch meinen Freund Jakob und Peter. Ciao. Hallo Stefan und John, ich würde gerne euren nächsten Vlog beginnen und ich grüße Lauritz und Danny aka Payne. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und die erste wichtige Sache stellen wir klar. Wir wissen, wir sehen beschissen aus, aber für dieses Video passt das. Ja, die Mist haben wir von Nintendo bekommen. Und wir haben heute im Laufe dieses Videos auch was zu verlosen, nämlich drei Spiele für die Nintendo Switch. Man bewegt sich ein bisschen wenig in Corona-Zeiten und da ist das Spiel genau das Richtige wahrscheinlich. Zeigen wir gleich noch. Wir filmen diesen Vlog übrigens an dem Tag, wo in Deutschland dieses Wetterphänomen, dieser dolle Schnee kommen soll. Naja, wir werden mal sehen, was daraus wird. Immerhin schneit es in Bremen schon mal wieder und für eine Stunde Schnee haben wir schon ganz schön viel. Wir können sogar schon kleine Schneebälle machen. Und im letzten Video hat schon ein Schneeball auf mich geworfen. Das kann ich jetzt mal wieder. zurück. So. Ja, das haben wir nun davon. Das ist rutschig. So, wollte mal eben was sagen, bevor es losgeht. Zwei meiner Arbeitskollegen, die haben letztes Jahr. Na, hast du dir wehgetan? Nein, ist kalt. Die haben letztes Jahr eine Reise gemacht, eine Ostseeumrundung. Und das sind jetzt schon 8 Teile, die sie davon gemacht haben. Richtig toll geschnitten und richtig tolle Drohnenaufnahmen damit bei in einer Landschaft, wie ich sie noch nie gesehen habe, weil ich noch nie in dieser Gegend gewesen bin. Ich kann euch mal empfehlen, wer Lust hat auf Reiseberichte, sind zwei Brauer, die das gemacht haben. Die haben jetzt 50 Abonnenten. Vielleicht können wir da ein bisschen was machen, für die es interessiert. Also ist wirklich gut gemacht. Kann ich nur empfehlen. Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Genau. Draußen schneit's noch immer. Was gibt's da Schöneres, als gemütlich zu Hause im Zimmer zu sitzen? Ja, zu sitzen. Das wird sich jetzt hier bei uns zeitweise mal ändern. Gerade in der Corona-Zeit, wo man wirklich viel zu Hause ist, da bewegt man sich wirklich etwas weniger. Und zum Glück haben wir 3 Exemplare. Fitness Boxing 2 für die Nintendo Switch. Die verlosen wir an euch. Wer ein Exemplar haben möchte, kann einfach einen Kommentar schreiben und dabei den Hashtag Nintendo verwenden. Ja, und was ist Fitnessboxing 2? Wir probieren es mal aus. Wir sind erstmal Simone und John und die machen jetzt eine Runde damit. Genau, ich wünsche euch schon mal gute Unterhaltung, weil ich bin wirklich eine echte Sportskanone. Es wird witzig werden, glaube ich. Ja, also witzig wird es auf jeden Fall, denn wir sind natürlich die Ersten, die sich zum Affen machen. Genau. Und die Letzten, ne? So, oh, auf geht's. Jabs. Nice punch. Ready? Jab. Keep your left hand straight.
right. Ready? One, two, climb up from the bottom. From the left, down, and right. Always focus on your abs. Adding uppercut. Ready? Down, two right uppercuts. Perfect. One, two, three, four. Ready? Don't punch too high. Ready? Put some power into your last punch. Switch. Just move at your own pace. Do it in rhythm. Boom, 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 boom. You're halfway done. Time to pick it up. All right. Uppercuts go. Ready? Uppercut. Climb up from the bottom. Ready? Keep your elbow in. Ready? Uppercut. Focus. Elbow tucked and punch. Yeah. Now, let's do jabs. Ready? Jab. Nice punch. Ready? Jab. Keep your right hand straight. Ready? Jab. You're doing it. Aim. Yeah. Next. One, two, go. Ready? One, two. Just like that. Ready? One, two. Frog straight while your jab is coming back. Okay, don't just use your upper body. Ready? Yeah, yeah. Let's switch to uppercut. Ready? Jab, uppercut. That's right. Ready? One, two. Climb up from the bottom. From the right, jab, uppercut. Flex your core and focus on your abs. Ha! Adding uppercut. Ready? Jab, two left uppercut. Nice punch. One, two, three, four. Ready? Don't punch too hard. Ready? Put some power into your last punch. All right, that's good. So, wie war's bisher? Hat Spaß gemacht. Also man kann da ja auch noch so, für das Video geht das schlecht, aber man kann da ja auch noch so Songs anmachen, die auch etwas bekannter sind. Das ist ja jetzt von Nintendo gemacht, extra für Leute, die jetzt so hier das für YouTube machen. Aber ich stelle mir das mit sehr viel Spaß vor, ja. Ja, es ist lustig. Auch wenn ich nicht so erfolgreich war, denke ich mal, wir werden sehen, wie das Ergebnis für mich ausgefallen ist. Ja, ich glaube, wir haben einen ersten Gewinner. Das ist John mit 52.945 Punkten. Simone hat gerade mal so knapp die Hälfte erreicht. Aber mein Fitnessalter liegt bei 43. Gar nicht so schlecht. Also, ne? Ja, wollen wir mal sehen. Ich werde jetzt gegen den Gewinner antreten. Ready? Down. Awesome. Aim. Yeah. Next. One, twos, go. Ready? One, two. Perfect. Ready? One, two. Throw the straight while your jab is coming back. Okay, don't just use your upper body. Ready? Yeah, yeah. Let's switch to uppercuts. Ready? Down. Uppercut. That's right. Ready? One, two. Climb up from the bottom. From the left. Focus on your abs. Adding uppercut. Ready? Down. Two right uppercut. Perfect. One, two, three, four. Ready? Don't punch too hard. Ready? Put some power into your last punch. Switch. Just move at your own pace. Do it in rhythm. Boom, 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 boom. You're halfway done. Time to pick it up. All right, uppercuts go! Ready? Uppercut! Drive up from the bottom! So, bewegen, das kann ich auch gar nicht. Diese rhythmischen Bewegungen ist eh nichts für mich. Ready? That's right! Also, konzentrieren wir uns lieber auf die Schläge. Ich jedenfalls. Ready? Down! Nice punch! Ready? Down! Keep your right hand straight! Ready? Down! Awesome! Aim! Next, one, twos, go! Ready? One, two! Perfect! Ready? One, two! Throw the straight while your jab is coming back! Okay, don't just use your upper body! Ready? Yeah, yeah! Let's switch to uppercuts! Ready? Down! Uppercut! That's right! Ready? One, two! Climb up from the bottom! From the right! Down! Uppercut! Flex your core and focus.
So, ich glaube, es ist geschafft. Ich bin sehr gespannt, wer jetzt gewonnen hat. Ich glaube tatsächlich du. Ich habe am Ende sehr viel verkackt. Dafür habe ich am Anfang viel verkackt. So, das ist das Ergebnis. Hier ist der Champion. Nach einer Revanche, nicht? Was hab ich denn für ein... Hier, 18 Jahre mein Fitnessalter. Ja, Simone, meins auch. Simone 43. Aber mein Fitnessalter liegt bei 43. Gar nicht so schlecht. Ja, du auch. Für dich ist aber schlecht, wenn du schon 18 bist, ne? Ja, ich sag ja, Brauer sein, Bier trinken, das hält jung und fit. Bekanntlichermaßen bin ich ja nicht der Freund von Konsolenspielen, aber hier das mit der Nintendo macht wirklich Spaß zusammen. Das ist wirklich so ein, kann man auch als Familienspiel nehmen, nicht nur zum Fitness trainieren jetzt. Und ich sehe aber gerade, es gibt noch unzählige bekannte Hits da drauf, zu denen man trainieren kann. Man kann seinen eigenen Fitnessplan erstellen. Also es macht wirklich Spaß und auch wenn ich verloren habe, können wir es nochmal wieder machen, würde ich sagen, oder? Ja, ein zweites Mal verlieren macht auch Spaß, oder Simone? Also viel Glück euch beim Gewinnspiel. Wenn man so in Bayern wohnt oder in Gegenden, wo Schneefall normal ist, mag man uns ja wirklich bekloppt halten, dass wir jetzt rausgehen bei dem Wetter. Für uns in Bremen ist es was Besonderes. Ich hoffe, man kann mich überhaupt verstehen, weil es ein total starker Wind ist. Wir sind jetzt hier an der Weser. Und vorausgesagt wurden ja 40 bis 60 cm Schnee. Wir haben vielleicht hier, wenn man hier weiter hinguckt, mit der Verwehung, 10 cm, aber immerhin in 2 Stunden. So. Es war schon mal gemütlicher, muss ich sagen. Also so lange gehe ich jetzt hier aber nicht raus. Und du? Mich stört's nicht. Ja, ist doch herrlich, oder? Ja. Mal was anderes. Ich mag es auch durch Schnee durchzulaufen, auch wenn das jetzt hier irgendwie wieder so ein bisschen puderig ist. Du hast auch wieder eine richtige Hose an dafür, oder? Schneehose? Ach nee. Ja, doch, die ist etwas dicker tatsächlich. Jogginghose. Aber scheinbar hat auch die Straßenbahn Probleme. Die fährt nämlich vor uns auf der Brücke ganz, ganz langsam. Und wir zeigen es mal eben. Schöne Schlachte hier im Schnee. Ist das irgendwie ein schönes Bild zwar, aber irgendwie auch ein trostloses. Und sehr ungewohntes vor allen Dingen. Ja. Hoffen wir mal, dass wir hier irgendwo diesen Sommer trotz Corona wieder die Biergärten genießen können. Genau. Damit wir auch alle so fit bleiben, wie ich es bin, wie ich euch bewiesen habe. Ich sag ja, Brauer sein, Bier trinken, das hält jung und fit. Ja. Den ganzen Tag dürfen wir das wahrscheinlich heute noch hören von Stefan. 43 Fitnessalter war das? Ja, ich bin im echten Leben bin ich älter. Also ja. Von daher fühle ich mich schon geschmeichelt. Ja, du bist älter und er ist einfach... Du bist gar nicht im Bild. Ja, sie ist älter als ihr vorgeschlagenes Alter dort und er eben viel älter. Ja. So, ich hoffe, dass man mich verstehen kann bei dem Wind. Wir gehen jetzt nach Hause, wo es hoffentlich schön mollig warm ist. Und wir werden jetzt wieder mal eins der Gerichte kochen, die ihr uns als Lieblingsgericht vorgeschlagen habt. Heute wird das irgendwie was werden mit Pickel oder sowas. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Lippertsche Pickert? Ich hab's gerade vergessen, ja. Also wir kennen's nicht, merkt man daran, dass wir uns den Namen mal wieder nicht merken können und es kommt aus Nordrhein-Westfalen. Gut, das machen wir gleich, wenn wir zu Hause sind.
Ich habe nochmal geschaut, also der Rezeptvorschlag zu den lippischen Picard kommt von Marie Carina. Und ja, bei Chefkoch sieht das Ganze sehr übersichtlich aus und ich hoffe, es wird uns gelingen. So, jetzt mal unsere Zutaten in schnell, denn das Wichtigste ist ja das Kochen. Da haben wir einmal Rosinen, Eier, Salz, Milch, Hefe, Butterschmalz, nochmal Milch und Mehl mit Kartoffeln. So, lauwarme Milch wird mit der Hefe vermengt. Wird jetzt. So, und John kann den Zucker da rein tun. Das ist der. Ja, alles? Alles. So. Dann soll noch ein bisschen Mehl dazu. Kannst du auch machen, John? Vorsicht, rein. Bisschen Holz. So, das ist jetzt der Hefeansatz. Das habe ich so auch noch nie gemacht. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Und jetzt suche ich einen Freiwilligen, der in der Zeit, wo das hier ein bisschen aufgeht und mehr wird, die Kartoffeln schält. Freiwillige vor. Der Freiwillige wird dann ja wohl ich. Ja, aber ich bin Freiwilliger für was anderes. Denn, wie heißt das Gerät? Sogar die Expertin hat keine Ahnung. Das heißt Küchenmaschine, das Gerät. Ja, das ist eine Küchenmaschine. Ja, aber was für eine. Auf jeden Fall, dort machen wir die Kartoffeln so zu... Wie soll ich das beschreiben? Zu Brei. Sie werden gerieben. Sie werden fein gerieben. Bisschen Ahnung habe ich dann doch. Wohin denn? Gehen lassen. Haha, Wortspiel. Eine Sauerei, aber es ist auch wirklich... Ja, der Teig ist aufgegangen, ne? Ja, wie Wackelpudding. Genau, und das wird jetzt ausgebacken in dem Butterschmalz und das werde ich jetzt mal machen und... Dann sind wir schon einen Schritt weiter zum Verzehren. Ja, dann mach mal. So, alles ausgebacken. Ich habe die jetzt im Backofen warm gehalten und man glaubt nicht, wie viel das geworden ist. Ich habe zwei Teller nehmen müssen. Also das ist ein Gericht, glaube ich, für mehr als drei Personen. So, wir sind sehr gespannt, aber ich glaube, es wird sehr gut schmecken. Sieht schon sehr lecker aus. Hoffe ich auf jeden Fall. Ja, wir danken euch erstmal für diese ganzen Vorschläge. Wir machen natürlich noch locker und munter weiter in den nächsten Videos, dass wir aber so ein abwechslungsreiches Essen bekommen.
bin ich mal gespannt, wie mir jetzt das hier schmecken wird. Ich habe jetzt Apfelmus dazu gewählt. Es gibt hier am Tisch auch noch Marmelade und diesen Sirup, ich weiß nicht, wie der heißt, Zuckerrübensirup. Den habe ich jetzt gewählt und ja, probieren wir mal, ne? Genau, mache ich das mal. Ich auch. Mir schmeckt's und ich glaube, das müsste Johns Geschmack auch treffen. Ja, schmeckt mir. Sehr gut. Also mir schmeckt's auch super und ich kann euch Jungs nur empfehlen, probiert es auch mal mit dem Sirup. Ich muss sagen, diesen Zuckerrübensirup, das ist absolut nicht mein Ding. Ich werde es auch heute nicht probieren. Ich bleibe bei Apfelmus. Das passt zu den Rosinen gut, finde ich, hier und zu dem Teig. Leckeres Essen, wenn ich draußen rausgucke, da kriege ich das Frieren, aber hier wird mir ganz warm ums Herz. Ja, also, schmecken sehr lecker. Wegen der Rosinen war ich erst etwas misstrauisch, aber schmeckt sehr gut. Und ja, das Rezept findet ihr natürlich in der Videobeschreibung zum Nachkochen. Ja, die Sache ist blöd und viele fragen sich jetzt, was ist über blöd? Also, ich habe, ist schon etwas länger her, da habe ich was auf TikTok gesehen. Da haben welche ihr Gesicht irgendwie in den Schnee gedrückt und dann war das Gesicht, also genau der gleiche Gesichtsabdruck da im Schnee und das sah irgendwie, ich weiß nicht, das sah irgendwie voll komisch aus und ich wollte einfach wissen, ob das wirklich funktioniert und jetzt haben wir endlich mal Schnee und probiere ich das mal aus. Nur es gibt ein Problem, die Tür öffnen und hier ist ja auch alles voll mit Schnee, also machen wir es einfach mal. Das ist kalt, oder? Das ist kalt. Das ist dumm. Ich brauche ein bisschen Überwindung, weil es kalt ist. Aber ach, scheiß einfach drauf. Hat überhaupt nicht geklappt. Was eine Scheiße. Oh, das ist kalt. Handschuh, wo ist das Handtuch hin? Das war so dumm. Mir fehlen die Worte, muss ich sagen. Aber bitteschön. Ja, Johns Gesicht in 3D. So sieht's aus. Oh Mann. Dem kannst du ja auch sagen, schüttel mal am Baum voller Schnee. Ja, das glaubt er auch. Schüttel mal am Baum, sieht ganz toll aus, wenn man da dran schüttelt. Oh, bist du rot. Rotbäckchen. So, dank seines nun kühlen Kopfes kann John mir aber was helfen. Ich bin jetzt seit einigen Wochen hier mit dem Assassin's Creed Valhalla beschäftigt. Sehr gutes Spiel. Bin aber jetzt an einem Punkt angekommen. Ich habe gestern über eine Stunde oder anderthalb Stunden probiert, so einen blöden Wolf zu erlegen. Ich habe es nicht geschafft. Das Beste war, dass ich mal ungefähr fast drei Viertel fertig war. Dass ich ihn also fast hatte, aber ich habe es nicht geschafft. Und John ist ja so ein Profispieler, der ja schon sämtliche Endgegner... Ja, der schwerste, den ich, glaube ich, erlegt habe, ist der aus The Forest gewesen am Ende. Tja, gut. Ich werde mich jetzt ganz gemütlich zur Mittagsruhe begeben. Draußen ist immer noch das totale Schneetreiben. Und mal sehen, wie lange John braucht, um diesen Wolf für mich zu erledigen. Ja, ich sage jetzt auch nicht, dass das jetzt hier das Einfachste ist, aber ich gebe mein Bestes. Okay. Thank you.
Ja. Hast du geschafft? Ja, bin fertig. So, ich bin jetzt fertig. Ich habe diesen Wolf besiegt. Natürlich war das für mich auch etwas schwerer, da ich die Steuerung erstens gar nicht kannte, weil ich habe... Ne, ich bin nie wirklich dazu gekommen, Assassin's Creed Valhalla so richtig zu spielen. Ich habe immer nur so kurze Teile gemacht, weil ich weiß nicht, ich hatte nicht so ein Bedürfnis, dass ich das unbedingt spielen muss. Aber auf jeden Fall hat dann am Ende doch ganz schön Spaß gemacht. Und ja, jetzt mache ich erstmal eine Pause, in der ich auch zocken werde. Schon wieder 26 Minuten ist der Vlog geworden. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ist für euch die optimale Vloglänge für unser Format, was wir so haben. Lieber nur 10 Minuten oder ist eine halbe Stunde okay, wie jetzt schon wieder. Damit es nicht zu lange wird, hören wir jetzt aber auf. Ja, und den Abschluss mache natürlich wieder ich. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich liken, uns abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss! Ciao!